Ein herzliches Willkommen und zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir haben heute den Auftrag, den EC104 nach Koblenz zu fahren, auf der linken Rheinstrecke. Und ja, ich habe schon mal so unseren Zug so ein bisschen vorbereitet, habe die Türen geöffnet, aufgerüstet, Zugsicherungssysteme und so weiter eingestellt. Wir befinden uns, wie ihr seht, im Moment noch hier am falschen Gleis, müssen eins rüber. Das werden wir in Angriff nehmen, bevor wir uns irgendwie hier noch verspäten. Das wäre nicht so toll. So, werden jetzt, wie gesagt, zu unserem Gleis gehen und das befindet sich hier. Und ja, ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus und ja, machen uns auf den Weg zu unserem Zug, denn wir wollen ja auf keinen Fall zu spät kommen, denn wir haben um 17, 16 und 18 Ausfahrt und das ist jetzt auch nicht mehr so lange. Lässt du mich mal vorbei hier, danke. Werden wir uns zu unserem Loch begeben. Ja, ihr seht, hier ist ein ordentlicher Andrang. Die Herrschaften werden alle noch mitfahren oder warten auf einen anderen Zug, ich weiß es nicht. Hier steht unser Zug auf jeden Fall. Also BR 101 im Ice Age Look, das ist doch auch mal wunderschön. So, da gehen wir gleich nochmal in den Fotomodus rein, machen dann noch von ein schönes Foto. Ach, Mist. So, meine Kopfhörer wieder aufsetzen. So. Machen wir mal ein schönes Foto. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wunderschön. So, dann können wir loslegen. So, müssen nämlich noch die AB einstellen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht hier. AFB, Machen wir schnell AFB, auf 40. AFB. Und dann kommen die Türen auch schon. Ach, wieso? Dann können wir die Türen verriegeln. Den können wir noch aufsperren. Das haben wir schon. Wunderbar. Wie Sogar gesagt, alles andere eingeladen. haben wir alle erledigt, sodass wir abfahren können. So, auf geht's. Wunderschön. Einundsechzig Kilometer bis Koblenz um 17:10 Uhr sollen wir dort sein. So, 60. Wunderschön. Wunderschön. Ich liebe es. Ich liebe es. Wie ihr seht, was dort noch so rumsteht. RE und ein IC-Park oder Wagenpark nennt man das, glaube ich. Sifa, Sifa. Da würde ich noch 80, dann tun wir das natürlich. So, wir wollen nicht zu weit entfernt sein. Mittlerweile. Schön, dieses Licht, diese Sonne, wenn die so langsam untergeht, einfach nur schön.
Ah, eine 6,28. Wunderbar. Ganz ehrlich, das schreit nach dem Fotomodus-Foto. Das schreit einfach danach. Schaut euch das bitte mal an, zusammen mit dem Licht. Das ist doch einfach nur geil. Das ist doch einfach nur geil. Wunderschön. Einfach wunderschön. Traumhaft, wirklich. Das ist so ein wunderschönes Bild. Das ist einfach nur wunderschön. So, können wir weitermachen. Da 160. Glaubt, die Herrschaften kennt ihr? Diego Money und so weiter und natürlich Sid nicht zu vergessen. Immer wieder lohnenswert zu schauen, der Film, die Filme, das sind ja mittlerweile 5 Teile. Einfach nur wunderschön. Die Kino-Highlights 2002, einfach so lange ist das schon her, Wahnsinn. So, springen wir mal hinein. Ich liebe es, wenn die Sonne so langsam untergeht, aber noch hell genug ist, damit man alles in der Umgebung erkennt. Also es darf noch nicht zu dunkel sein, vor allem auf dieser Strecke, weil das ist so eine schöne Strecke. Also die muss man einfach bei so einem Licht fahren, finde ich. Die Sonne so leicht am Untergehen ist, es so langsam dämmert, dann ist das wirklich absoluter Traum. Das ist jedenfalls meine Meinung. Wundervolle Perspektive auch, wenn man so weit zurücksitzt oder das so weit zurückzoomt, finde ich. Also ist wirklich. Ah, unser altbekannter Kaffeebecher ist auch wieder da. Wir uns mal einen Schluck nehmen. So. Das ist übrigens Standard in diesen ja, in diesen Mods für die BR101. Ich hatte ja in meinem anderen Szenario schon eine Cola-Dose mit auf Reisen. Diesmal ist es wieder der Kaffeebecher. Ja, mal schauen, was noch so kommt. Ich habe noch nicht alle durch. Können das im Übrigen hier mal ein bisschen dunkler machen, finde ich. Doch, es sieht doch besser aus. So. Ah, wunderschön. RE. Sie fahren.
Natürlich. Gleich mal kurz 150. Wird gleich ein bisschen enger in die Kurve fahren. Ich bin das Szenario, also es ist ein ganz normales Original Fahrplan-Szenario aus dem Fahrplan-Modus. Bin ich vorhin schon mal angefahren, allerdings eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, und da war es für meine Begriffe einfach schon zu dunkel. Also man konnte nicht mehr so wirklich viel von der Umgebung sehen, und das fand ich ein bisschen schade. Dann habe ich mir gedacht, fange ich es einfach normal an. Diesmal ein bisschen früher, dann können wir auch noch ein bisschen mehr in der wundervollen Aussicht hier genießen. Also gute 50 Minuten sind wir schon unterwegs, und also wir fahren jetzt noch eine halbe Stunde, ja, 50 Minuten circa noch, bis wir in Koblenz sind. Oh, hier ist der ordentlich grün auf den Gleisen. Schaut euch doch das bitte mal an. Wunderschön, wunderschön. Ah, und der Zug ist ziemlich leer, fällt mir gerade auf. Zumindest ist hier die vorne, also sitzt ja keiner drin. Gleich 100, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sie fahren.
Nummer 3. Sehr, sehr nice. Oh, nein. So, dann müsste auch gleich die Stelle kommen, an dem wir so ein bisschen am Wasser vorbeifahren. Am Rhein. Schaut euch das mal bitte an. Sorry, da muss ich ganz kurz in den Fotomodus. Schaut euch das doch bitte mal an. Na, schade, näher komme ich nicht. Doch einfach nur geil. Schade, dass ich da nicht näher komme. Und es sieht einfach wunderschön aus. Einfach wunderschön. So, dann sind es noch 43 Kilometer, oder was? 45 Kilometer bis Koblenz. Sehr, sehr schön. Schön.
Siva. Einfach nur traumhaft. Ein klein bisschen bearbeiten. Ach geil. Ah, vielleicht ein bisschen dunkel. So sieht es doch richtig schön aus. So sieht es doch richtig schön aus. Wunderbar. Wunderschön. Also ich finde die linke Rheinstrecke schon echt schön, also ist wirklich eine richtig schöne Strecke, vor allem so am Wasser vorbei, dann mit diesem Licht, leicht untergehende Sonne, das hat schon was, also finde ich schon echt magisch. Oh, wir haben Rot, um Gottes Willen. Geht denn jetzt ab? Alter Schwede, da kriegt man ja Panik. Radstufe wollen wir ja noch nicht haben. Scheiße.
Scheiße. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das war meine Schuld. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war meine Schuld. SIFA-Zwangsbremsung. SIFA-Zwangsbremsung. Genau. Türfreigabe. Genau. Türfreigabe. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. 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 So, haben wir es dann? Das war meine Schuld. Da war ich kurz abgelenkt, aber sowas kann passieren. Aber auch das kann passieren, könnt's befreien. Können wir wieder aufschalten. Auf mindestens 120. Türfreigabe. Türfreigabe. Was ist denn jetzt los? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. SIFA, SIFA. So, kleiner Zwischenfall, aber auch das kann passieren. Ich war wirklich etwas abgelenkt kurz hier und schon gibt es die Zwangse. Das darf im echten Leben natürlich nicht passieren, aber das ist Gott sei Dank nur ein Simulator, wo das nicht allzu große Auswirkungen hat, bis auf eine Zwangse und eine Verspätung, die es mit Sicherheit jetzt geben wird. Aber ja, so ist das. So, und ich werde euch auch den Link zum Mod für die BR101 unter der Videobeschreibung setzen, sodass ihr sie dann auch leicht findet. Dort wird euch dann alles erklärt, wie ihr sie installiert, was ihr dafür braucht und so weiter.
140, 160, 100. Das heißt, dass wir gleich auf 100 erstmal bremsen dürfen. Das mit 160 wird nicht lange halten. Wollte ich jetzt schon mal mit anfangen. Bis Koblenz. So, jetzt wird es langsam dunkel. Sehr, sehr nice. So, jetzt sind wir natürlich auf dem Streckenabschnitt, wo sich die Kilometer hier zwischendurch immer mal wieder erhöhen. Das kennt ihr ja mittlerweile. Das ist immer so auf dieser Strecke. Weil das halt hier so ein bisschen kurvenreich ist. Und dadurch erhöhen sich die Kilometer immer mal wieder. Aber auch das wird sich dann auch gleich irgendwann geben. Kleine Tunneltour, Burgtour ist dann auch gleich vorbei. Gleich dürfen wir wieder ein bisschen schneller fahren, immerhin 110. Sie fahren.
Mittlerweile ist es dann auch relativ dunkel geworden, also die Sonne hat sich dann verabschiedet. Aber immerhin konnten wir einen Teil der Strecke noch einigermaßen mit Sonne fahren, sodass wir dann noch wenigstens etwas sehen konnten von der Strecke. So, und ich hatte das in der ersten Aufnahme genauso, wie es jetzt ist, direkt am Anfang. Und das war natürlich nicht so schön, weil so im Dunkeln weiß ich nicht. Ich finde Sonnenaufgang oder Untergang dann doch einiges schöner, muss ich sagen. Wenn man da noch so ein bisschen wenigstens noch von der Strecke sieht. Da können wir doch eigentlich auch langsam mal, genau, das ein bisschen heller machen. Dann sind es noch 21 Kilometer. Schön. So langsam kommen wir dem Ganzen dann noch näher. 17 Kilometer noch. 16:55 haben wir so gut 20 Minuten, nicht mehr ganz. 15 Minuten noch für 17 Kilometer. Es wird ein bisschen eng. Aufgrund der unnötigen Zwangsbremsung, die ich da leider hatte.
Koblenz an mit unserem EC 104. Schön am Horizont, wie die Sonne untergeht, wie sie so langsam hinter den Bergen verschwindet, aber noch den Himmel anleuchtet, kann man das so sagen? Ich sag's einfach. Stockduster, nichts geht mehr, jetzt ist die Sonne dann doch komplett verschwunden. Das ging jetzt doch relativ schnell. Ihr seht, gerade hatten wir 11 Kilometer, sind es wieder 12. Jetzt, ich sage ja, das ist auf dieser Strecke leider charakteristisch so, dass das immer mal wieder ein Kilometer oder zwei mehr werden.
und schwupp wird es wieder weniger. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir aber Kurs auf die Endstation. Jetzt geht's doch großen Schrittes Richtung Koblenz. Verkehr. So wie es sein soll. Ein bisschen aufpassen auf Signale, kommen nämlich langsam aber sicher in einen Bereich, wo wir dann auch gleich die Geschwindigkeit mit Sicherheit deutlich verlangsamt werden müssen auf mindestens 80, wenn nicht sogar 60. Oh, 40, ja. Würde sagen, dann gehen wir schon mal runter auf 80, weil wir gleich mit Sicherheit quittieren müssen. Gehe ich mal ganz sicher von aus, da kommt nämlich schon das entsprechende Signal, oder ist das, ne, ist die Gegenseite, aber da kommt es, oder? Ja, da ist es. Da werden wir quittieren dürfen müssen. Das soll sowieso unter 85 sein, von daher passt das ganz gut. Da ist es nämlich. Sie fahren.
nach dem Signal, wenn wir nach unten auf 60 gehen. In Koblenz. Sehr nice. So, wir sind ja doch noch pünktlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, wir haben ordentlich Zeit rausgeholt, trotz der Zwänge, die wir da hatten. Muss ich echt sagen, bin ich schwer begeistert von. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wunderbar. Machen wir hier mal die Führerstandsbeleuchtung an und die Türen rechts auf. Und dann hätten wir das soweit geschafft. Wir sind pünktlich in Koblenz angekommen. Mit unserem Ice Age IC oder EC. EC 104, linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz. Den haben wir gefahren. Wie gesagt, ich werde euch den Link unter die Videobeschreibung knallen, so dass ihr dann auch, wenn ihr Lust habt, das Szenario spielen könnt. Beziehungsweise das Szenario könnt ihr so oder so spielen, aber dass ihr wenigstens dann den Mod habt. Also das Sound Mod und die Repaints. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das wieder so doof endet wie gestern, beziehungsweise vorgestern, ob das heute mal vernünftig hier beendet wird. Machen werde ich nichts. Schließvorgang eingeleitet. Ich habe schon wieder so einen dummen Verdacht. Machen tue ich erstmal gar nichts. Also es ist wirklich komisch, dass das so immer endet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Kann ich euch nicht sagen. Kann es euch wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall komisch.
Tja, ich hoffe auf jeden Fall, das Szenario oder das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt noch eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye. Ach, da kommt ja doch noch die Auswertung. Das ist doch schön. Ja, jetzt wo ich mich verabschiedet habe, da kommt es noch. Aber ihr seid ja noch dabei. Also ihr seht hier EC 104 Interlaken nach Amsterdam, Berner Oberland. Das ist das Szenario gewesen. DB BR 101 083-4 Ice Age auf der linken Rheinstrecke. Also wie gesagt, da mache ich es nochmal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir mal gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bye. Bye.